تم يمزح ترى Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine besondere Ehre, Frau Nadia Murad und Frau Lamia Haji-Bashar, die Preisträgerinnen des diesjährigen Sacharow-Preises, im Europäischen Parlament willkommen zu heißen. Zwei außergewöhnliche, zwei bemerkenswerte junge Frauen, die für ihre Gemeinschaft, die Jesiden, aufopferungsvoll kämpfen und dafür heute mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet werden. Herzlich willkommen. Ich darf Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bitten, Ihre Plätze einzunehmen und Sie zunächst einladen, sich ein kurzes Video anzuschauen. الحياة لم تخلق لأجلكم ولأجل عوائلكم فقط، فنحن أيضا نريد الحياة ومن حقنا أن نعيشها. اسمها قالك يعني تشتكي قنجر، ليش ما بتني رشقي زديها مرة تشتكي قالك يا قنجر؟ Sehr geehrte Frau Nadia Murad und liebe Frau Lamia Haji-Bashar, wir sind sehr stolz, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen, und wir verneigen uns vor dem Volk der Jesiden, einer der ältesten religiösen Gemeinschaften in der Geschichte der Menschheit. Aber wir heißen nicht nur Sie willkommen, wir heißen auch Ihre Familien und Ihre Freunde herzlich willkommen, die auf der Tribüne Platz genommen haben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist uns auch eine Ehre, bei der heutigen Preisverleihung die beiden anderen diesjährigen Finalisten des Sacharow-Preises, Herrn Can Dündar und Herrn Mustafa Cemiliev, bei uns begrüßen zu dürfen. Can Dündar war der Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, eine führende und unabhängige Zeitung, die dieses Jahr mit dem alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Herr Dündar wurde der Spionage beschuldigt und inhaftiert, nur weil er seiner freien journalistischen Arbeit nachging. Mustafa Cemiliev, der jetzt gewähltes Mitglied des ukrainischen Parlaments ist, hat sein Leben dem gewaltlosen Kampf zum Schutz von Minderheiten und insbesondere der Tataren in der Ukraine verschrieben. Er ist der ehemalige Präsident des Parlaments der Krim-Tataren und hat das Privileg, ein Freund von Andrei Sacharow gewesen zu sein, der für seinen Glauben an die Freiheit der Meinungsäußerung mit seinem Leben bezahlte und der dem Preis am heutigen Tage seinen Namen gegeben hat. Die heutige Preisverleihung, meine Damen und Herren, ist nicht nur ein Grund, unsere beiden Finalisten
willkommen zu heißen. Die heutige Preisverleihung ist für uns auch ein Anlass, an die Situation des Preisträgers des letzten Jahres, Raif Badawi, zu erinnern, der nach wie vor im Gefängnis sitzt. Und ich nutze diese Gelegenheit erneut an die Regierung und an den König von Saudi-Arabien zu appellieren, Raif Badawi unverzüglich freizulassen. Meine Damen und Herren, die beiden Frauen, die hier oben sitzen, Nadia Murad und Lamia Haji-Bashar, sind Heldinnen. Sie haben unbeschreibliche Gräueltaten erlitten, die Gefangenschaft überlebt, und sie sind geflohen und haben Exil gefunden. Sie haben Furcht und Leiden überwunden und endlich Zuflucht und Schutz bei uns in Europa gefunden. Beide, Nadia Murad und Lamia Haji-Bashar, kämpfen heute engagiert für diejenigen, die zurückgeblieben sind. Sie kämpfen gegen Straffreiheit und für die Gerechtigkeit. Nadia, Sie haben einmal gesagt, ich zitiere Sie, meine Geschichte zu erzählen und den Schrecken erneut zu durchleben, ist keine einfache Aufgabe, aber die Welt muss es wissen. Was für mutige Worte, was für ein Mut, sprich nach allem, was Sie erlitten haben, aus diesem Satz. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Nadia und Lamia wohnten in dem ruhigen, ländlichen Dorf Kocho im Irak, in dem Christen, Muslime und Jesiden friedlich als Nachbarn zusammenlebten. Am 15. August 2014 tötete Daesh, der sogenannte Islamische Staat, alle Männer in ihrem Dorf und versklavte alle Frauen und Kinder. Im November 2014 gelang es Nadia Murad, nach Deutschland zu entkommen. Lamia Haji-Bashar hat ihr Leben riskiert. Sie entkam dem Kriegsgeschehen und wurde durch die Explosion einer Landmine schwer verletzt. Heute machen Nadia und Lamia uns auf das Leiden der Jesiden aufmerksam, treten für die Rechte von Frauen und Minderheiten ein und führen eine Kampagne an gegen den Menschenhandel und für die Anerkennung des Genozids an ihrem Volk. Und das, meine Damen und Herren, geht uns in Europa direkt etwas an. Wir haben nach dem Holocaust den Nie-Wieder-Schwur getätigt in Europa. Nie wieder bedeutet nicht nur das Gedenken an Vergangenes, sondern bedeutet auch die Pflicht, in Gegenwart und Zukunft Menschen vor der Verfolgung und der Peinigung zu schützen. Wir sehen Städte, die in Schutt und Asche liegen, und Kinder, die unter dem Geröll des Krieges begraben sind. Wir sehen ganze Völker. Wir sehen ganze Regionen. Wir sehen ganze Städte und Dörfer, die von der Landkarte verschwinden. Wir sehen, wie Männer getötet, Kinder verschleppt und Frauen versklavt und entführt werden. Wir, die demokratischen Gemeinschaften in den wohlhabenderen Teilen dieser Welt, weigern uns allerdings manchmal, diesen Menschen keinen Schutz zu geben. Das, meine Damen und Herren, ist beschämend und unerträglich. Die beiden Frauen Nadia und Lamia erinnern uns an unsere Pflicht, indem sie ihre Geschichte uns erzählen. Nadia, Sie haben einmal gesagt, die Welt muss es wissen. Ja, das finde ich auch. Die Welt muss es wissen. Und lassen Sie mich hinzufügen, die Welt muss auch handeln. Das Europäische Parlament unterstützt Ihre Forderungen an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Kein Täter wurde bislang für die
Verbrechen an den Jesiden vor Gericht gestellt. Der Internationale Strafgerichtshof muss die durch den sogenannten Islamischen Staat begangenen Verbrechen untersuchen. Durch diese Terrororganisation begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen vor dem Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden. Nadia und Lamia, Ihr Kampf ist auch unser Kampf und es erfüllt uns mit Stolz, Sie im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, im Namen des Europäischen Parlaments und ich glaube stellvertretend für die gesamte Europäische Union heute mit dem Sacharow-Preis 2016 zu ehren. Herzlichen Glückwunsch und Sie haben das Wort. برای سرکه و اندامی برلمانی اروپی میوانی تیجا از سپاس کردم شدیم شبوی خلاقیم از دبینم هر کجک و جنکا ایسیرا دست ریجا داعش و هر مروفکی ایزدی و مسیحی و جهوی Für jedes jesidische Mädchen, für jeden Mensch, der Opfer wurde von Daesh. Und jedem Menschen auf der Welt, der Opfer von Terroristen wurde, jeder verdient diesen Preis. Ich bin ein jesidisches Mädchen. Mein eigentliches Alter ist 18 Jahre. Ich habe die Schule beendet. Deshalb hat mein Vater mein Alter erhöht um ein Jahr. Damit ich mit der Schule anfangen kann. Ich war 15 Jahre alt, als Daesh unser Dorf assaultiert hat. Sie haben die Männer in unserem Dorf umgebracht. Unter ihnen war mein Vater, meine Brüder, Verwandte, jung und alt. Sie haben uns an einen anderen Ort gebracht. Dort wurden die alten Frauen umgebracht. Man verteilte die jungen Frauen und auch jungen Mädchen. Wir wurden dann gehandelt auf dem Markt. Ich wurde viermal verkauft von Daesh. Jedes einzelne Mal habe ich versucht zu fliehen. Sie haben mich gefoltert, geschlagen und beschimpft und jedes Mal festgehalten. Einer von ihnen hat Sprengkörper erstellt und ich wurde dazu gezwungen, ihm zu helfen, damit ich ihm helfe mit den Sprengkörpern. Der letzte Daesh, der mich gekauft hat, war ein irakischer Arzt namens Dr. Islam. Er war der Leiter der Huwaya, des Huwaya-Krankenhauses. Er hat uns gefoltert, alle jesidischen Mädchen. 9 und 10 Jahre alte Mädchen hat er vergewaltigt. Meine Freundin und ich, Katrin und ein 9 Jahre altes Mädchen wurden von ihm vergewaltigt. Er hat uns vergewaltigt. Wir drei konnten fliehen, bevor wir aber an einem sicheren Ort waren, ist Katrin aus Versehen auf eine Landmine getreten. Ich habe die Todesschreie von Katrin gehört. Das war sehr schlimm. Das war das Schlimmste, das ich je gehört habe.
وقتكو أسرابوم als ich aufgestanden bin wusste ich من هردو تافيت خوا نمابون dass ich nicht mehr sehen werde منشي. Ich hatte Verbrennungen am ganzen Körper. Mein Körper brannte. Ich wusste nicht, dass ich je wieder in der Lage sein werde, meine Augen zu öffnen. Ich wurde dann nach Deutschland gebracht. Ich wurde behandelt aus Irak zurück oder hin nach Deutschland, damit ich zumindest mit einem Auge sehen kann. Ich kann nicht daran denken. Ich glaube, es war Gott, der mir geholfen hat. Ich kann jetzt sehen, damit ich die Stimme dieser Opfer werde. Dieser Sacharow-Preis gibt mir eine enorme Stärke. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, die Stimme der Stimmlosen zu werden. Die Sieben wurden Opfer von Extremismus, Gewalt und Terrorismus. Sie haben ihr Leben verloren. Aber ich bitte Sie, uns zu versprechen, dass Sie uns nie wieder, dass Sie so etwas nie wieder zulassen werden, dass Sie uns hören, dass diese Gerechtigkeit stattfindet, damit sie strafrechtlich verfolgt werden, diese Kriminellen. Es sind bereits 2,5 Jahre vergangen seit der Tragödie, die den Jesiden passiert ist. Dennoch sind mehr als 3.500 Kinder und Frauen in den Händen und Sklaven der Daesh. Jeden Tag sterben Tausende von Menschen, tagtäglich, jeden Tag. لگورم کم دینا کس پالین یا کفدان. Bleiben unberührt in den Massengräbern in Sinjar. Die jesidische Volk hat keinen Wert im Irak, ob tot oder lebendig. بسده سالا دناف گندن عربا دبو. Unser Dorf, meine Damen und Herren, hatte arabische Städte als Nachbarn, das seit Jahrhunderten. Und wenn wir Besuch hatten und ein muslimischer Mensch oder ein Araber uns besuchen gekommen ist, dann haben sie das Fleisch in unserem Haus nicht gegessen. Denn in ihrer Religion war es ihnen untersagt, dieses Fleisch zu essen. Mein Vater hat den arabischen und muslimischen Gästen gesagt, dass sie doch bitte das Tier selber schlachten sollen und sie dann in der Lage sind, das Fleisch, das بس وقت دولت اسلامی هاتو هیرش کران سرما وان جینارت حکم قدر وانت گرد لپیشی همو که هیرش کران سرما و اسلامت ما کشتن و جنیت ما کرنا عبید ما عشتی و جواکی خواه و دا کریا ما بهواری بخلقی وراتی خواه نما Denn sie behandeln uns Jesiden nicht gleichwertig. Heute benötigen wir Europa, damit wir wieder in unser Land gehen können und unser Land wieder richten können, damit wir wieder den Frieden sehen können in unserer Gesellschaft. Diese Kriminellen müssen strafrechtlich verfolgt werden. محاسب کردن ازدی و مسیحیان محتاجی پرستن آنیف دولتینا و جنوزارو محتاجی پروگرامی داشوی ولادی درکن جا ویدشت بسریوان هاتی اشبیر بکن گلی هجایا از جارک دی سپاسیوات کمشبو به خلادی Herzlich danken für diese Auszeichnung. Ich stehe vor Ihnen. Ich nehme diesen Preis an. Im Namen aller Frauen, aller Mädchen in den Camps, in Kurdistan, die dort leben. Die Zustände dort sind schrecklich. Ich hoffe, dass Sie uns helfen werden. Vielen, vielen Dank.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء البرلمان المحترمون، أقف أمامكم اليوم بقلب مليء بالسعادة لأنكم قررتم أن تكونوا مع المرأة الإيزيدية والمجتمع الإيزيدي في إبادتي. إنني سعيدة لأنكم لم تقفوا معنا فقط كمجتمع، إنما وقفتم مع الملايين من النساء والأطفال في العراق وسوريا ومناطق الصراع وهم يعانون أمام إرهاب أعمى. سخروف اليوم لنا هو شرف كبير، فداعش أرادت بسبه لنا أن تأخذ شرفنا، ولكن هم من خسروا شرفهم. وأنكم هنا أعطيتمونا الشرف. داعش والمتطرفين أتوا إلينا في الثالث من آب ليمحوا وجود الإيزيدي وأعطوا لنا خيارين فقط، الموت أو الإسلام. داعش ارتكبت إبادة جماعية دون شك، وهذه الإبادة لم تكن بالقتل فقط، إنما باستعباد النساء بشكل منظم وأخذ الأطفال. داعش أرادت أن تكسر فينا إرادة الحياة، فقاموا بقتل حتى المعوقين والشيوخ والنساء اللواتي لم يرغبوا، وقاموا بتدمير المعابد وتدمير البنية التحتية حتى لا نعود. داعش والمجموعات الراديكالية العالمية لا تريد الحياة لأحد، فهم يستهدفون كل من يتوقف ضد فكرهم بما فيه الملايين من المسلمين. الإرهاب Sie gehen gegen alle vor, die sich ihrer Ideologie widersetzen. الإرهاب والتطرف هي عدوة الإنسانية. Terrorismus und كنت فتى في عائلتي الكبيرة، كنت الأقرب إلى أمي من بين أخواتي. تعلمت من أمي ماذا يعني الخير والرحمة وماذا يعني أن تتحدى الفقر، كما وتعلمت من مجتمعي الصغير كيف نسلي كل مسائل جميع شعوب العالم قبل أن نسلي لأنفسنا. تعلمت من ديانتي كيف أن الله متسامح ونبيل، وأن الفرق في الدين والثقافة هو فرق اختارته الخليقة ويجب علينا أن نحترمه. داعش أخذت أمي تلك التي كانت تؤمن بجوهرة الإنسانية مع أكثر من 80 امرأة إيزيدية في سولا، وقاموا بقتلهم جميعا لأنهم لم يرغبوهم باستعبادهم للجنس. مجتمع اليوم يتفكك تحت ثقل الإبادة. نصف مليون إنسان لا يعرف مستقبله إلى أين. هل سنعود إلى أرضنا؟ وكيف نعود إلى نفس الظروف التي خلقت الإبادة؟ أم يجب علينا الهجرة؟ وهذا ما فعله حوالي 75 ألف إيزيدي وأغلبهم في ألمانيا، التي أشكرها من كل قلبي على أخذ مجتمعي. وأيضا أشكرهم على إيواء أكثر من 1000 امرأة ناجئة للعلاج والتأهيل النفسي. النصف مليون إيزيدي في العراق هم آخر وجود للإيزيديين في الشرق الأوسط، وهم بقايا الآلاف بل ربما الملايين من الإيزيديين الذين أبيدوا في التاريخ وأجبروهم الظروف على الهجرة. 500.000 Jesiden im Irak leben noch dort und sie sind die letzten Mitglieder dieser Gemeinschaft im Nahen Osten. نحن ننظر إلى أوروبا رمزا للإنسانية، فأوروبا تثبت اليوم بأنها كذلك بالفعل. أوروبا يجب أن تكون نموذج للعالم جميعا ونموذج لتعايش الثقافات الشعوب جميعا. العالم يواجه أكبر خطرين اليوم، خطر الإرهاب وخطر رد الفعل من الإرهاب. يجب أن نحارب الإرهاب ونجف منابعه ونعمل مع المجتمع الإسلامي حول العالم حتى يغيروا بعض التعاليم في الإسلام ويجعلوا الجوامع مكانا للرحمة والحب والسلام وليس مكانا للتطرف والتشدد، كما ويجب أن نمنع التطرف والعنصرية في كل مكان التي أصبحت خطرا اليوم. يجب أن يحترم الفرد بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو مكان إقامته. يجب أن يتم حماية الأقليات الدينية في العراق ومنها حماية مجتمعي بعد هذه الإبادة، وذلك عن طريق إقامة منطقة آمنة تحت حماية دولية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان.
إن لم يستطع العالم حمايتنا على أرضنا فأدعو أوروبا أن تفتح أبوابها لإجلاء نصف مليون إنسان يزيدي من العراق بهجرة جماعية منتظمة كما حدث لليهود بعد الهولوكوست فنحن لا نتحمل أن نكون وقودا للإبادة والاستعباد كما ويجب تأسيس نظام محاسبة دولية وآخر محلي So wie das auch nach dem Holocaust geschehen ist. بمساعدة المجتمع الدولي لجلب مرتكبي الجرائم في العراق وسوريا إلى العدالة. فهناك الآلاف من الإرهابيين وهم خطر على العالم جميعا ويجب محاسبتهم. أشكركم مرة أخرى لإعطائنا هذه الجائزة الكبيرة. أقول لداعش ولجميع الإرهابيين في العالم من هنا. إن كنتم أخترتم لنفسكم طريق اللا كرامة فإن أوروبا أختارت لنفسها وللإنسانية طريق الشرف والكرامة وشكرا لكم Von dieser Stelle aus rufe ich den Daesh und alle anderen Terroristen auf der ganzen Welt zu, dass wenn ihr euch für den Weg ohne Würde entschieden habt, dann hat Europa sich für den Weg der Ehre und der Menschenwürde entschieden. Für Europa und für die Menschheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der kleine junge Mann, den Sie hier vorne sehen, ist ein weiterer Ehrengast unseres heutigen Tages und ich ergreife die Gelegenheit, das kurz von hier aus zu erklären. Das ist der kleine Wad. Wad ist der Bruder von Lamia. Er hat die letzten 18 Monate in einem Lager verbracht. Seine Mutter und sein Vater und alle Geschwister sind tot, ermordet. Und er hat gestern, auch anlässlich unserer Preisverleihung, seine Schwester bei uns wiedergefunden. Ich glaube, das ist ein schöner Tag für das Europäische Parlament und für Wad und seine Schwester. Herzlich willkommen. Applaus